wieder mal auf dem Weg zur Vorlesung. Naja, im Moment noch hier im Pazifik, auf der Nimitz, aber dank schneller Überschaltchats bin ich ganz schnell bei ihr, wenn es sein muss, in der Vorlesung in Gießen im Hörsaal. Was machen wir heute? Natürlich stellen wir heute wieder dem No-Free-Lunch-Theorem ein Bein. Und das machen wir diesmal, indem wir uns die sogenannten Ensembles anschauen. Was ist das? Ensemble-Klassifizierer sind Klassifizierer. Dann nehmen wir nicht nur einen, wie bisher, den wir irgendwie optimieren und mit allen möglichen Tricks arbeiten, um möglichst die Fehler wegzubekommen, sondern dieses Mal nehmen wir 2, 3, 4, vielleicht auch ganz viele. Und Sie werden sehen, auf Ihrem Weise können wir nochmal Fehler reduzieren und können nochmal den No-Free-Lunch-Theorem eins auswischen. Das ist das, was Sie wollen. Okay, schauen wir uns an. Bis gleich. Aber ich glaube, ich muss hier erstmal meine Mission fertig machen. Also, wir sehen uns. Und die Bäume hatten wir schon, jetzt kommen die Wälder. Also sprich, kann man vielleicht bessere Klassifizierer bauen, wenn man nicht nur einen einzelnen Baum nimmt, sondern wenn man mehrere oder vielleicht sogar ganz viele Bäume parallel antrainiert. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Zunächst mal schauen wir uns aber an, warum man das überhaupt machen soll. Das heißt, welche Probleme bringen unsere Bäume? Unsere Bäume sind greedy, unsere Bäume neigen zum Overfitten und da müssen wir was dagegen tun. Deshalb ist der erste Teil der Vorlesung hier, das Pruning, der unser wichtigster Weg gegen Overfitting. Und dann kommen wir zu den Forests, allgemein gesprochen zu den Ensemble-Klassifizierungen. Legen wir los. Ja, Sie sehen, langsam aber sicher arbeiten wir uns durch unsere Mindmap hier durch. Und in unserer Übersicht sind wir ziemlich weit unten jetzt schon gelandet. Schauen wir nochmal auf die Statistik, welche Methoden benutzt werden in der Datenanalysewelt. Und Sie sehen, wir hatten gesehen schon, die Decision Trees sind relativ weit oben, aber die Forests, die sind auch relativ weit oben. Also, auch das ist eine Methode, die wohl etabliert ist und sehr, sehr häufig benutzt wird. Und Sie werden sehen, warum, weil sie nämlich gut ist. Also nochmal, die Zusammenfassung der letzten Vorlesung, unsere Decision Trees, die sind super einfach. Die sind super explainable, ja, weil wir die Regeln unserer Verzweigungen formulieren können und ablesen können und erklären können, warum es zu einer bestimmten Entscheidung kommt. Aber sie neigen brutal zum Overfitting. Das ist das, was wir als erstes angehen. Was können wir tun gegen Overfitting? Andere Probleme sprechen wir nachher an. Jetzt geht es ums Overfitting. Ja, links nochmal aus Wikipedia. Das ziemlich schöne Bild, das das Wesen des Overfittings zeigt. Mit dieser blauen und roten Punktwolke in schwarz dargestellt. Das, was wir vielleicht so als idealen Klassifizierer, als ideale Klassengrenze sehen wollen, ein vereinfachtes Modell, das aber ein paar rote und ein paar blaue abschneidet, die da in die andere Region reinragen und in grün das overfittete Modell, das tatsächlich jedes einzelne Samen mitnimmt und ganz genau die Grenze nachzeichnet, keinerlei Abstraktionen mehr macht. Das wäre ein 1-in-N-Klassifizierer, zum Beispiel die grüne Linie hier uns macht. Oder eine super gut trainierte SVM, eine overfittete SVM oder ein overfittetes neuronales Netz oder ein overfitteter Decision Tree. Kann man alles overfitten. Was ist Pruning? Pruning, das Wort, bedeutet eigentlich das Beschneiden von Bäumen oder Pflanzen, also der Apfelbauer zum Beispiel beschneidet seine Apfelbäume, ja, der Weinbauer beschneidet seine Weinreben,
das englische Wort dafür ist Pruning. Und genau das ist das, was wir hier machen wollen. Ja, wir haben nämlich auch Bäume hier, zwar keine Apfelbäume, sondern Entscheidungsbäume. Und jetzt ist die Frage, wenn unser Baum overfitted ist, dann heißt das, der ist zu fein verzweigt. Ja, der geht jedem kleinen Kriterium nach, um am Ende ganz fein aufzudröseln und ganz feine Entscheidungen zu fällen. Und wenn wir das Overfitting zurückdrängen wollen, dann müssen wir eigentlich nichts anderes machen, als diese feinen Entscheidungen ganz am Ende meines Baums, dieses Pruning können wir auf zwei Arten machen. Nämlich, wir können entweder ein Pre-Pruning machen oder ein Post-Pruning machen. Was ist das? Pre-Pruning heißt, wir machen es vorher, Post-Pruning heißt, wir machen es nachher. Also eigentlich Pruning ist immer Post-Pruning, weil ich habe meinen Baum und dann schneide ich die Äste ab. Pre-Pruning würde heißen, ich achte schon beim Aufbau des Baumes darauf, gar nicht alle Zweige überhaupt anzulegen. Ist eigentlich intelligenter, ja, aber vielleicht auch schwieriger. Also Pre-Pruning, wir achten schon beim Aufbau darauf, gar nicht alles anzulegen. Post-Pruning ist das eigentliche Pruning. Wir schnippeln hier. Pre-Pruning kann ich auch bezeichnen als Early Stopping, ja, in der neuronalen Netzewelt haben wir Early Stopping als Regularisierungsmethode eingeführt. Hier kann man es genauso sehen. Ja, wir machen Early Stopping zur Regularisierung, um Overfitting zu verhindern. Und ich habe hier einfach unser Beispiel von den Entscheidungsbäumen nochmal aufgemalt. Und jetzt müssen wir uns einfach bei jeder Verzweigung, die wir hier machen, die Frage stellen, bringt diese Verzweigung uns denn noch was? Also, wird der Information Gain, habe ich wirklich einen Information Gain, wenn ich eine Verzweigung mache? Oder ist die Gini Impurity meiner Blätter wirklich größer als die Gini Impurity vor der Verzweigung? Oder ist der Gesamtfehler, wenn ich meinen Validierungsdatensatz betrachte, also wenn ich meinen unfertigen Baum anwende auf Validierungsdaten, ist dann der Fehler nach der Verzweigung wirklich kleiner als vor der Verzweigung? Vielleicht ist das gar nicht der Fall. Und dann brauche ich die Verzweigung nicht zu machen. Ganz billig könnte ich auch einfach schauen, wie viele Records sind im Tochterblatt. Ja, wenn ich im Tochterblatt nur noch einen Record habe, dann ist mir das zu speziell. Das ist Overfitting. Jeden einzelnen Record ganz genau zuzuweisen. Ja, mal zurück, 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 zurück will ich. Ja, mal zurück. Ja, jedes einzelne Pünktchen genau zuzuweisen, das ist Overfitting. Also ich kann Overfitting dadurch zurückdrängen, dass ich sage, ich möchte keine Blätter, in denen nur eins drin ist, sondern ich möchte mindestens zwei oder fünf oder zehn, je nachdem wie groß meine Daten sind, oder 100 Exemplare, Records in jedem Blatt drin haben. Und selbst wenn es dann nicht rein ist, dann ist das trotzdem okay, weil dann ist das vielleicht so ein Effekt am Rand, den ich gar nicht rein bekommen will, weil ich kein Overfitting habe. Also, Problem ist natürlich, klar, wenn ich keinen Information Gain habe durch die Verzweigung, dann ist relativ klar, dass ich die Verzweigung nicht machen muss. Üblicherweise sagt man nicht null, sondern man legt irgendeinen Schwellenwert an und sagt, ich möchte eine bestimmte Größe des Information Gains haben durch die Verzweigung. Und wenn ich weniger bekomme als diesen Schwellenwert, dann lasse ich es weg. Problem ist, wo kommt der Schwellenwert her? Das ist klar, den kenne ich nicht, da muss man ausprobieren. Ausprobieren heißt wieder, Sie müssen Ihre Daten kennen. Ja, also immer das gleiche Thema. Sie müssen Ihre Daten kennen. Es gibt keinen Algorithmus, der Ihnen sagt, wie groß dieser Schwellenwert sein muss, sondern das müssen Sie selbst rausfinden. Und das ist natürlich von Datensatz zu Datensatz unterschiedlich. Wir haben immer noch die Greedy-Falle, logischerweise, weil wir bauen den Baum auf mit unseren Greedy-Methoden, wie immer. Ganz klar. Also da kommen wir durchs Pruning nicht raus. Aber mit dem Early Stopping mit Ansatz kommen wir immerhin schon mal ein Stückchen.
So, jetzt kommen wir aber zum richtigen Pruning, nämlich dem Post-Pruning. Das heißt, wir erstellen den Baum, wir akzeptieren, dass wir ein gewisses Maß an Overfitting bekommen und dann schnippeln wir. Die zwei Standardmethoden zeige ich Ihnen hier, nämlich das sogenannte Reduced Error Pruning und das Cost Complexity Pruning. Um Ihnen das Reduced Error Pruning mal zu zeigen, habe ich nochmal ein Beispiel aufgegriffen, das Sie schon mal im Übungsblatt hatten, nämlich die Frage, bei welchem Wetter das Tennistraining stattfindet oder nicht. Ich habe Ihnen das hier einfach als Baum mal hingemalt, ohne jetzt genau die Zahlen zu berücksichtigen. Ja, wir schauen zunächst auf den Himmel. Wenn die Sonne scheint, findet Training statt. Wenn es wolkig ist, dann gibt es noch die Temperatur, die vielleicht eine Rolle spielt. Wenn es regnet, dann findet das Training selten statt. In fast allen Fällen findet kein Training statt. Es gibt wenige Fälle, nämlich wenn es regnet und Sonntag ist, dann findet trotzdem noch Training statt. Steht halt so in den Trainingsdaten drin. Ja? Das ist einfach eine Datensammlung, kann man sich wundern oder nicht, aber das ist so. Der Baum in dem Fall geht komplett auf. Das heißt, ich kann mit allen Kriterien, die ich habe, den Baum so weit verzweigen, bis ich am Ende nur noch pure Blätter habe. Wenn es dieses Kriterium Wochentag hier nicht gäbe, wenn man das nicht mitregistriert hätte, dann wäre dieser Knoten hier unrein und würde so bleiben. Man könnte ihn nicht weiter unterteilen. So finden wir sogar hier noch die Lösung sozusagen. So, im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt mal an, wie viele Beispiele eigentlich in den einzelnen Blättern da unten jetzt drin sind. Das ist nämlich interessant zu sehen. Wir sehen, ja, 15 Mal hat die Sonne gescheint, 22 Mal war es wolkig und warm und es fand Training statt, 31 Mal war es kalt und regnerisch, es fand kein Training statt, 15 Mal war es warm und regen und hat geregnet, es fand trotzdem kein Training statt, einmal war das Sonntag, da fand Training statt, obwohl es geregnet hat. Ja? So. Kann man sagen, das macht ja Sinn. Vielleicht ist es ja immer so, dass am Sonntag das Training auch bei Regen stattfindet. Was wir natürlich nicht wissen ist, hier sind hier Sonntage dabei. Ja, vielleicht sind hier Sonntage dabei und es findet trotz Sonntag kein Training statt. Oder es sind hier keine Sonntage dabei. Dann können wir natürlich überhaupt nichts darüber aussagen, ob vielleicht am Sonntag immer das Training stattfindet, egal wie das Wetter ist. Das heißt, da steckt Unsicherheit. In diesem Baum da unten, in diesem Teilbaum, steckt eine gewisse Unsicherheit drin, die ich vielleicht lösen kann, wenn ich mir die Trainingsdaten genauer anschaue, die ich vielleicht aber auch nicht lösen kann, sodass ich sagen muss, ich weiß nicht, ob diese Kriterien hier richtig sind. Vielleicht ist es tatsächlich auch nur ein Overfitting, weil zufällig an dem Tag, warum auch immer, das Training stattgefunden hat, was weiß ich, weil in der nächsten Woche ein Turnier war und man musste unbedingt trainieren. Das steht aber nicht in den Trainingsdaten drin. Insofern ist es bezogen auf die Trainingsdaten eine willkürliche Entscheidung und wenn ich die hier als Kriterium reinschreibe, dann ist das klassisches Overfitting. Ich schreibe das rein, weil es in den Trainingsdaten ist. Es gibt aber in der Realität nicht tatsächlich den Grund, dass am Sonntag das Training häufiger stattfindet. Ich weiß es nicht, ja? Wenn ich es nicht weiß, darf ich es natürlich auch nicht als Kriterium reinschreiben. Ja, das ist Zufall, den ich hier fest zementiere als Regel. Das heißt, das ist Overfitting. Wie kriege ich das raus, das Overfitting? Naja, Pruning. Das heißt, ich probiere mal aus, erstens, wie gut performt denn mein Baum auf den Validierungsdaten. Ja, ich brauche ja immer auch noch Validierungsdaten und ich brauche noch Testdaten, das heißt unabhängige weitere Datensätze. Und wenn die gut sind, das heißt, wenn die genügend unabhängige Beispiele enthalten, dann kann ich sehen, ob diese Entscheidung hier mit dem Sonntag zu richtigen Vorhersagen führt oder zu falschen Vorhersagen führt. Ja, wenn in den Validierungsdaten warme, regnerische Sonntage drin sind, an denen nicht gespielt wird, trainiert wird, dann bekomme ich hier Fehler. Ja, wenn da warme, regnerische Sonntage drin sind, an denen gespielt wird, an denen trainiert wird, dann bekomme ich hier korrekte Fehler. Also, ich mache das hier für
meine Validierungsdaten und schaue mal nach, wie gut das in den Validierungsdaten ist. So, und jetzt prune ich. Das heißt, jetzt schnippel ich den Teil, der mir hier unsicher scheint, den schnippel ich einfach ab und nehme die ganzen Samen, die da unten drin sind, nach oben in das letzte Blatt rein, das noch da ist. Ja, wenn ich sage, hier bin ich eh rein auf der rechten Seite, auf der linken Seite bin ich fast rein, ich schnippel diesen ganzen Teilbaum ab, bekomme hier ein neues Blatt, da sind jetzt alle Samples drin, alle Beispiele drin, die vorher da unten waren. Und jetzt wende ich diesen Baum auf die Validierungsdaten an. Und jetzt schaue ich mal, ob der Baum besser ist oder schlechter ist. Und wenn der Baum auf den Validierungsdaten deutlich schlechter ist als der linke, dann heißt es, dieses Kriterium Temperatur und Sonntag scheint wichtig zu sein. Das scheint also ein echtes Kriterium zu sein. Dann brauche ich den Baum. Wenn der rechte Baum auf den Validierungsdaten besser ist als der linke, dann scheint es so zu sein, als habe ich hier nur overfitted. Ich brauche in Wirklichkeit das Kriterium gar nicht. Dann kann ich es. Tatsächlich muss ich mir gar nicht allzu viel Gedanken machen. Ich muss nur hergehen und eigentlich mein Bäumchen nehmen und am besten überall mal von unten nach oben anfangen zu schnippeln und die Verzweigungen, die Äste abzuschneiden und zu probieren, ob die Vorhersage auf den Validierungsdaten dadurch besser wird oder schlechter wird. Wenn sie besser wird, dann ist das Abschneiden gut. Wenn sie schlechter wird, dann sollte ich nicht abschneiden. Auch hier kann ich natürlich ein Limit ansetzen und kann sagen, es darf schlechter werden auf den Validierungsdaten, es darf nur nicht viel schlechter werden. Ja, ich kann vielleicht eine ganz leichte Verschlechterung, kann ich sogar noch akzeptieren, weil ich dafür einen einfachen Baum bekomme. Und einfache Bäume, komme ich gleich noch dazu, die sind natürlich immer gut. Ja, weil je tiefer der Baum ist, je mehr feinkörnige Entscheidungen er fällt, desto größer ist logischerweise immer die Gefahr des Overfittings. Ein einfacher Baum wird immer weniger overfitten als ein komplizierter Baum, als ein tiefer Baum. Deshalb ist alleine die Tatsache, dass ein Baum flach wird, ist schon ein Qualitätsmerkmal, ist besser, weil er weniger overfittet, weil er weniger overfitten kann, weil er weniger zum Overfitten neigt. Und ich muss mir immer, Sie müssen sich immer sagen, Sie können sagen, wir haben hier Validierungsdaten, da können wir doch das alles festmachen, wir können es messen mit den Validierungsdaten. Aber so ist es nicht. Denn die echten Validierungsdaten, die haben Sie nicht. Am Ende wollen Sie ja immer, wenn Sie Machine Learning betreiben, ein Modell erstellen, mit dem Sie in der Zukunft neue, unbekannte Dinge vorhersagen können. Und die haben Sie heute nicht. Mit denen können Sie nicht validieren. Alle Validierungsdaten, die Sie heute haben, sind ja im Prinzip ein Teil des Trainingsdatensatzes. Das heißt, die sind irgendwie verwandt mit den Trainingsdaten. Die sind aus der Vergangenheit, aus der gleichen Zeit. Ja, die sind ähnlich erstellt. Das heißt, alle Validierungsdaten, die Sie in der Hand haben, mit denen Sie Ihr Modell validieren können, die sind irgendwie, ja, das sind nicht echt. Die haben nicht viel mit dem zu tun, was in der Zukunft bei der Anwendung des Modells tatsächlich auf das Modell zukommt. Das heißt, selbst wenn Ihr Modell auf den Validierungsdaten gut ist, heißt es nicht zwingend, dass es nachher in der Anwendung auf Daten, die erst morgen oder in einem Jahr oder in 5 Jahren erhoben werden, die vielleicht ganz anders aussehen, dass im Modell auf diesen neuen Daten auch gut ist. Deshalb ist es wichtig, solche generischen Gedanken sich zu machen, generische Methoden anzuwenden, um ihr Overfitting zu reduzieren. Und da können Sie eben sagen, der kleinere Baum, der weniger tiefe Baum, der ist tendenziell auf zukünftigen Daten, die anders aussehen als die Daten, die Sie jetzt in der Hand haben, da ist dieser kleinere Baum prinzipiell eher besser als der tiefere Baum. Ja, das heißt, also einen Baum klein zu machen, ist per se schon mal gut. Das ist was, was wir hier nicht berücksichtigen, nur qualitativ berücksichtigen, ja, mit so einem Limit dazu sagen, ja, wenn der Baum kleiner wird, dann akzeptiere ich ein bisschen schlechter. Die Frage ist, könnte man das auch quantitativ berücksichtigen? Also sprich, könnten wir das gegeneinander aufrechnen? Die Verkleinerung des Baumes bringt mir was. Dafür akzeptiere ich ein bisschen mehr Fehler. Wie kann ich das gegeneinander abwägen, sozusagen? Und da sind wir
bei der zweiten Pruning-Methode. Aber zunächst mal die REP-Zusammenfassung hier nochmal. Ja, also, wir prüfen jeden Knoten, ob Abschneiden besser ist oder wenigstens fast so gut ist wie dranlassen. Wir prüfen immer nicht auf den Trainingsdaten, wir prüfen auf den Validierungsdaten, logischerweise. Ja, weil auf den Trainingsdaten ist der vollständige, overfittete Baum logischerweise immer gut, ja, und immer der bessere. Das ist klar. Also wir müssen auf den Validierungsdaten prüfen. Und typischerweise geht man von unten nach oben vor. Also man schnippelt erst unten weg und dann schnippelt man immer mehr weg, immer mehr weg, immer mehr weg. Und versucht natürlich möglichst viel abzuschnippeln, solange die Ergebnisse auf den Validierungsdaten nicht so schlecht waren. Wir suchen dann am Ende den geprunten Baum aus, also den beschnittenen Baum aus, der das beste Ergebnis noch liefert, der am kleinsten ist und noch ein gutes Ergebnis liefert. Okay, jetzt der Gedankengang wieder aufgegriffen, dass wir versuchen, die Tiefe des Baums, die Zahl der Knoten im Baum zu quantifizieren und gegenzurechnen gegen den Fehler. Und dazu berechnen wir schlicht und ergreifend den Score. Und das in den Score geht ein, mein RSS, der Residual Sum of Error Squares, also die Summe der Fehlerquadrate. Ja, einfach der Fehler der Ergebnisse über meinen ganzen Validierungsdatensatz. Ja. Und es geht einen Term plus Alpha mal T. T ist einfach die Tiefe des Baums, beziehungsweise die Zahl der Knoten in meinem Baum. Und Alpha ist ein Parameter, beziehungsweise ein Hyperparameter, sagt man dazu. Ein Hyperparameter, den muss ich finden. Ja? Wenn Alpha groß ist, dann wird jeder zusätzliche Knoten meinen Score ordentlich vergrößern. Wenn Alpha klein ist, dann wird jeder zusätzliche Knoten nur wenig ausmachen. Mein Ziel ist, den Score möglichst klein zu bekommen, ja, einen kleinen Score zu bekommen, und die Größe der Strafe wird durch das Alpha festgelegt. Das Alpha muss ich ausprobieren. Ja, kann ich sagen, Alpha ist 0,1 und dann ist gut. Alpha muss man ausprobieren. Ja, wenn Alpha zu groß ist, dann werden ihre Bäume ganz klein und die machen falsche Ergebnisse, weil eben der Term Alpha plus T dann größer wird als der Fehler, der entsteht durch die Verkleinerung des Baums. Das müssen Sie tatsächlich ausprobieren. Ist aber kein Problem, da Entscheidungsbäume so schnell sind, kann man problemlos viele, viele, viele Versuche machen. Kleines Skript schreiben, das verschiedene Alphas durchprobiert und eben schaut, welche Bäume dann die vernünftigen sind. Meistens, wenn Sie später in der Anwendung sind, arbeiten Sie sehr lange mit ähnlichen Daten. Ja, also nehmen Sie an, Sie sind bei einem Energieversorger und Sie sollen irgendwelche Modelle über den Strompreis machen, um den Strompreis für morgen am besten vorherzusagen, zum Beispiel. Übrigens ein sehr wichtiges Thema, da die Strompreise stündlich und täglich extrem schwanken, und zwar vom positiven bis in den negativen Bereich rein. Die Stromversorger aber tatsächlich schon einen Tag vorher anmelden müssen, wie viel Strom sie morgen abnehmen, ist es extrem wichtig für so einen Stromversorger, möglichst genau vorherzusagen, wie morgen um 10 Uhr zum Beispiel der Strompreis ist. Wenn die Vorhersage falsch ist und der Modellierer hier, der Data Analyst, sagt dem Einkäufer oder dem Manager, morgen um 10 ist der Strompreis negativ, dann kauft er ganz viel Strom morgen um 10, bestellt vor, und dann kostet tatsächlich morgen um 10 der Strom, weiß ich wie viel, ja, ein positiver Preis, dann ist das sehr, sehr schlecht. Das heißt, aber was ich Ihnen eigentlich damit sagen wollte, ich wollte nichts über Strompreise erzählen, wenn Sie so einen Job haben, dann werden Sie jahrelang mit Strompreisen arbeiten und Modelle für Strompreise machen. Und dann haben Sie natürlich eine Chance, Ihre Daten zu kennen. Und dann haben Sie eine gute Chance, irgendwann auch zu wissen, wie groß das Alpha ist. Und dann haben Sie eine gute Chance, irgendwann zu wissen, für welche Anwendungen in Ihrem Umfeld Strompreis ist ein künstliches neuronales Netz gut, wann ist ein Decision Tree gut, wann ist eine lineare Regression gut und so weiter.
Aber das ist eben wichtig, Sie müssen Ihre Daten kennen. Dann wissen Sie, wie das Alpha ist. Und jetzt können Sie jeden Baum bewerten, nämlich Sie berechnen den Fehler, den er auf einen Validierungsdatensatz macht, und addieren dieses Alpha plus T dazu. Und dann schauen Sie, wann ist denn mein Score am kleinsten? Und das ist der Baum. Ja, also hier ist schlicht und ergreifend die Complexity, also die Kompliziertheit des Baumes mit quantifiziert, mit in den Score mit reingerechnet. Das ist sehr schön, weil sowas kann man skripten und kann es auch einfach durchlaufen lassen, verschiedene Alphas ausprobieren, verschiedene Baumtiefen ausprobieren und immer den Score berechnen und schauen, wo ist mein Score optimal und das ist mein optimaler. Wie gesagt, da die Trees sehr schnell sind, alles mit Trees schnell geht, ist es kein Problem, hier auch mal ein paar hundert oder ein paar tausend Versuche durchlaufen zu lassen. Das geht alles noch so. Ja, den RSS habe ich unten nochmal hingeschrieben, wie er definiert ist. Das ist einfach ja, der Y, also der Ground Truth minus die Ausgabe vom Modell im Quadrat aufsummieren. Ja, ist nicht der mittlere Fehler, sondern hier nimmt man den Gesamtfehler. Den quadratischen Gesamtfehler, die Summe der Fehler Quadrat. Okay, wichtig, deshalb nochmal hier hingeschrieben, wichtig, immer auf den Validierungsdaten. Oder wenn Sie wenig Daten haben, dann mit vollständiger Kreuzvalidierung. Ja, also zehnfache Kreuzvalidierung zum Beispiel machen. Dazu ein Beispiel. Das Beispiel habe ich vom Kollegen Franz Zemitsch übernommen, weil es so schön ist. Ja, und zwar, ich glaube, ich habe Ihnen in der ganzen Vorlesung diesen Iris-Datensatz noch überhaupt nicht gezeigt. Das ist ein Fehler, weil das ist der Datensatz, an dem Machine Learning-Algorithmen seit fast 100 Jahren standardmäßig überprüft und getestet werden. Ja, der Iris-Datensatz besteht aus 150 Records, Samples. Das sind 150 Lilien. Ja, Iris ist der lateinische Name für die Lilie. Und es sind drei Spezies von Lilien, nämlich die Iris setosa, die Iris versicolor und die Iris virginica. Die sehen auf den ersten Blick ganz ähnlich aus. Und die Frage ist jetzt, können wir die irgendwie auseinanderhalten? Und da hat jemand, wie gesagt, schon Anfang des letzten Jahrhunderts einen Datensatz zusammengesammelt, hat 150 solcher Blumen gesammelt, gepflückt, hat die spezifiziert, wo die hingehören. Und hat dann vier Werte gemessen bei jeder Pflanze, nämlich jede hat sechs Blütenblätter, drei innere, drei äußere Blütenblätter, die heißen Petal- und Sepal-Blütenblätter. Und für jede dieser, für die inneren und für die äußeren, wurden sowohl die Länge als auch die Breite gemessen. Ja, das heißt, wir haben die Sepallänge, die Sepalbreite, wie die Petallänge und die Petalbreite. Wir haben also vier Werte, mit denen jede Pflanze gekennzeichnet wird. Und die Frage ist jetzt, finden wir einen Machine Learning Algorithmus, der in der Lage ist, basierend auf diesen vier Werten pro Pflanze festzustellen, zu welcher Spezies, zu welcher dieser drei Spezies die Pflanze gehört. Das ist der Iris-Datensatz. Weil wir hier uns ansehen wollen, wie die Bäume funktionieren und was die so machen, begrenze ich die Attribute mal auf die ersten beiden. Ja, wir versuchen mal einen Baum zu bauen, einen Decision Tree, der nur mit Sepallänge und Sepalbreite versucht, die richtige Spezies vorherzusagen. Warum? Weil zwei Attribute können wir wieder zweidimensional visualisieren und dann können wir uns ganz genau angucken, was unser Baum da eigentlich macht. Also, wir bauen einen Entscheidungsbaum, der diese beiden Attribute nimmt. Ich nehme dazu Nime mal, habe Gini-Index als Kriterium genommen und Sie sehen den Baum, der da rauskommt. Ja, Sie sehen nicht viel, Sie sehen nur, dass der Baum ziemlich tief und ziemlich kompliziert ist. Bedeutet nichts anderes als, es gibt anscheinend ein bisschen ein Durcheinander.
Ja, also es gibt viele Pflanzen, die irgendwie unterschiedliche Breite und Länge ihrer Blütenblätter haben. Und manchmal gehören sie zur einen und manchmal gehören sie zur anderen. Und sie sehen auch, dieser Baum kann hier das nicht 100% richtig machen, obwohl er so tief ist und ganz fein verzweigte Blätter da unten hat. Haben wir die Setosa zwar zu 100% richtig, alle 50 Setosa sind richtig, 49 Versicolor sind richtig, aber nur 40 von der Virginica sind richtig, 10 liegen hier bei der Versicolor und eine ist hier andersrum falsch. Ja, also, das ist, obwohl so fein ziseliert, geht es nicht ganz genau auf. Naja, gut, wir haben nur zwei der vier Attribute genommen, nur die Sepals uns betrachtet. Aber versprochen, wie versprochen, kann ich Ihnen das auch anders visualisieren. Und zwar ist hier mal aufgezeichnet nach oben die Sepalbreite und nach unten hier die Sepallänge. Und jetzt für jedes Beispiel quasi eingetragen, was der Baum vorhersagt, beziehungsweise das ist ja overfitted auf die Trainingsdaten, also was in den Trainingsdaten tatsächlich drin ist. Und Sie sehen, das sieht tatsächlich ein bisschen durcheinander aus. Ja? Da gibt es hier für diese breite Länge-Kombination, sieht eigentlich aus, als sei das hier alles blau, aber da gibt es einen Streifen, der ist grün. Ja? Also da ist ein Versicolor mit drin, eigentlich in den Abmessungen, die nach dieser großen blauen Fläche zu schließen, eigentlich Virginica sein müssten. Ja? Da unten ist in der grünen Fläche, ja, da in der grünen Fläche, das eigentlich Versicolor ist, ist was Blaues drin, da ist Virginica drin und so. Also im Zweidimensionalen kann man es visualisieren, hier sieht man eindeutig Overfitting. Was bedeutet das? Das bedeutet, da wo diese blaue Insel im Grünen drin ist, da gibt es anscheinend eine Virginica-Pflanze, ist das Virginica? Ja, ist Virginica, also eine blaue Virginica, deren Blätter aber so aussehen, als seien sie Versicolor. Ja, entweder hat der Biologe, der es gepflückt hat, das falsch klassifiziert, oder das Wahrscheinlichere, es kann eben nun mal so sein, dass aufgrund der natürlichen Variation die Dimensionen gerade so sind, dass sie eben eher dem anderen entsprechen. Aber wenn ich damit trainiere, dann overfitte ich und dann muss das dann eine blaue Insel geben. Ja, das ist Overfitting. So, und jetzt prunen wir den Baum. Wir machen ihn kleiner. Und der geprunte Baum, der sieht so aus. Also ich mache den viel kleiner. Ja, ich mache den viel kleiner. Ich mache statt, ich weiß nicht, wie vielen Knoten, die ich hier habe, halt, wo sind wir? Statt ich weiß nicht, wie viele Knoten, die ich hier habe, mache ich nur noch 1, 2, 3, 4 Verzweigungen. Extrem geprunt. Cost Complexity Pruning gemacht, damit ich wirklich ganz viel wegbekomme. Und mein Display, also meine Visualisierung, sieht so aus. Ja. Jetzt habe ich hier wirklich die blaue Fläche, die typische Form für die Versicolor darstellt, nee, für die Virginica darstellt, die grüne Fläche für die Versicolor, die rote Fläche für die Setosa. Ja, die rote Fläche, Sie sehen es, die war vorher auch schon richtig. Ja? Setosa war richtig, die ist hier auch schon komplett richtig. Also deren Blütenblätter sind so typisch, dass es da keine Verwechslungsmöglichkeiten mehr gibt. Ich habe Ihnen bei dem Beispiel mal in diese schöne Visualisierung die Kriterien mit eingetragen. Das kann man nämlich machen. Ja, der erste Knoten da oben, der sagt, die Länge soll größer oder kleiner 4,5 etwas sein. Und das kann ich durch diesen senkrechten Strich hier darstellen. Da wird also als erstes zwischen links und rechts unterschieden. Das zweite Kriterium in dem Baum hier, der sagt, die Breite, die soll größer oder kleiner sein, wie hier. Wenn es größer ist, dann ist es Setosa. Wenn es kleiner ist, dann ist es Versicolor. Und damit habe ich auf der linken Seite, ja, auf der linken Seite von meinem Baum hier schon perfekt getrennt. Ja, ich habe alle oben und unten getrennt. Jetzt gehe ich auf den rechten Zweig
Und da kann ich jetzt wieder nach der Länge unterscheiden. Ja, ich schaue mir jetzt nur alles an, was rechts von der roten, was rechts von der ersten roten Entscheidung ist. Weil ich da natürlich hauptsächlich oben muss ich zwischen Rot und Blau unterscheiden, unten muss ich zwischen Grün und Blau unterscheiden. Und jetzt brauche ich aber natürlich noch die horizontale Unterscheidung, die grüne hier, die mir jetzt noch in dem Feld unterscheidet zwischen Rot und Grün. Und damit habe ich hier in dem gepruneten alles richtig dargestellt. Natürlich habe ich jetzt in einem Trainingsdatensatz Fehler. Logisch. Ja, weil, glaube ich, habe es nochmal dargestellt. Ja, da liegen ja die Trainingsdaten. Das heißt, die Grünen, die da oben im Blauen drin sind, die sind jetzt falsch klassifiziert. Aber diesen Fehler, den ich da reinmache, den kompensiere ich dadurch, dass ich hier weniger Knoten habe. Alpha mal T wird kleiner. Und damit liefert mir mein Coast Complexity Pruning diesen einfachen Baum, der ohne Overfitting das macht. Wie gesagt, auf den Trainingsdaten schlechteres Ergebnis, logischerweise, weil jetzt alle die hier verstreut drin liegen, die sind jetzt weg. Wieder immer gut im Hinterkopf behalten, die Wahrheit kenne ich ja nie. Die Daten, die draußen in der Welt sind, die später auf mich zukommen, die sehen ja vielleicht ganz anders aus. Und da ist so ein Baum, der einfach ist, der ganz klar sagt, in der Fläche hier ist das alles, was hier rechts ist, die große blaue Fläche, das ist, was ist es denn? Virginica, ja, blau. Und links oben ist rot und rechts unten ist grün. Und das ist eben viel besser als sowas, ja, als sowas oben. Also. Ich glaube, man sieht es, wenn man sich die beiden Bilder anschaut, sehr schön, wie wir mit dem Pruning, Overfitting zurückdrehen können. Es ist nicht ganz einfach, es ist ein bisschen knifflig, ja, die richtigen Parametereinstellungen zu finden. Es ist tatsächlich nicht so einfach, nur SciPy-Funktion aufrufen und fertig, sondern man muss tatsächlich sich Gedanken machen, man muss in seine Daten sich reindenken, man muss sich überlegen, wie muss ich mein Alpha setzen und wie viel schlechtere Performance auf den Trainingsdaten nehme ich in Kauf, um eine gute Generalisierung, also eine gute Anwendbarkeit auf zukünftige andere Daten zu erhalten. Man könnte sagen, das Overfitting haben wir jetzt besiegt. Aber leider sind wir damit noch nicht am Ende. Es gibt noch andere Arten von Fehlern, beziehungsweise wir müssen noch ein bisschen genauer reinschauen, welche Fehler unsere Modelle machen. Und deshalb kommt hier ein kleiner Einschub mit dem Thema hier Bias Variance Trade-off. Was ist damit gemeint? Welche Arten von Fehlern kann denn unser Modell machen? Und ich fange mal mit der Varianz an. Ja, die Abbildung dort mit den Zielscheiben, die ist sehr schön, die habe ich aus Wikipedia. Es kann sein, dass unser Modell zwar unsere Werte richtig vorhersagt, im Mittel immer das richtige Ergebnis liefert, aber die Varianz ist groß. Ja, man könnte sich so vorstellen, wie hier schießt einer mit einem Luftgewehr auf eine Zielscheibe und im Prinzip zielt er richtig, aber die Streuung ist groß. Im Gegensatz zum linken Beispiel, ja, da zielt er auch richtig, aber die Streuung ist klein. Das ist natürlich das, was wir wollen. Wir wollen richtig zielen, die richtige Stelle treffen und das Ganze mit einer kleinen Streuung. Aber bei einer großen Streuung ist im Prinzip unser Modell richtig, ja, aber das streut. Es gibt einen zweiten Fehler. Der zweite Fehler ist links unten dargestellt. Die Streuung ist klein. Gut. Aber die Stelle, wo wir hinschießen, ist falsch. Und das sagt man jetzt eben, wenn wir nicht die richtige Stelle treffen, dann ist unser Bias groß. Wenn wir eine große Streuung haben, dann ist unsere Varianz groß. Und natürlich gibt es in der Praxis alle möglichen Kombinationen. Idealerweise links oben haben wir eine kleine Streuung und wir treffen die richtige Stelle. Wenn wir ganz mies drauf sind, rechts unten, da schießen wir an die falsche Stelle mit einer großen Streuung. Oder wir haben eben zwar keinen Bias oder geringen Bias, aber hohe Varianz. Oder wie links unten, wir haben eine kleine Varianz, aber einen großen Bias. Dummerweise
stellt man relativ häufig fest, wenn wir die Hyperparameter unserer Algorithmen optimieren, dass es so einen Trade-off gibt. Sprich, wir können Hyperparameter verändern, die dazu führen, dass die Varianz kleiner wird. Dann wird aber ganz häufig der Bias dafür größer und andersrum ganz genauso. Wenn wir unsere Hyperparameter so hindrehen, dass wir richtiger zielen, dass der Bias kleiner wird, dann wird gleichzeitig die Varianz größer. Das ist bei unterschiedlichen Algorithmen, bei unterschiedlichen Methoden, sind es ein unterschiedliches Verhalten, andere Parameter natürlich. Große Varianz bei einem guten Bias, bei einem kleinen Bias, ist häufig ein Zeichen für Overfitting. Ja? Weil, wenn wir overfitted sind auf den Trainingsdaten, dann werden die ja präzise wiedergegeben, aber einzelne Ausreißer werden eben auch präzise wiedergegeben und erzeugen uns eine große Varianz. Das heißt, typischerweise, wenn wir so einen Fall haben, dann ist unser Modell zu kompliziert, zu fein. Ja? Das heißt, wir haben einen Baum, der zu tief ist. Ja? Wir haben einen Kernel, der zu aufwendig ist in der SVM. Wir haben ein zu kleines K beim Kein-In, beim Nearest Neighbor. Ja? Ein 1 in N macht eine große Varianz, weil er eben jede Streuung, die drin ist im Trainingsdatensatz, wiedergibt und anwendet. Ja. Aber er ist präzise, weil er ja jedes Trainingsdatum ganz genau kennt. Rauschen im Trainingsdatensatz wird gelernt. Ja. Wenn der Trainingsdatensatz verrauscht ist, der ist immer mehr oder weniger verrauscht, dann wird das eben mitgelernt und mein Modell kann nicht präziser sein, kann keine kleinere Varianz haben als der Trainingsdatensatz. Ein großer Bias ist oftmals genau das Gegenteil. Nicht zwingend, aber oftmals, nämlich das Modell ist zu einfach. Wenn ich ein zu einfaches Modell habe, kann das Modell nicht richtig vorhersagen, logischerweise. Ja, wenn mein Baum viel zu wenig Knoten hat und viel zu wenig tief ist, kann er nicht korrekt vorhersagen und dann sind die Vorhersagen schlicht und ergreifend falsch. Sie sind oftmals mit einer kleinen Varianz behaftet, weil ein einfacher Baum kann gar nicht so viele unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ja, das heißt, er liefert immer die gleichen Ergebnisse. Da kommen mit einer sehr kleinen Varianz die Ergebnisse raus, aber sie sind eben falsch. Also zu kleiner Baum, zu einfaches Modell, zu einfacher Kernel in der SVM zum Beispiel. Beim neuronalen Netz, das neuronale Netz ist nicht tief genug. Ja, hier oben haben wir beim neuronalen Netz, habe ich vorhin vergessen zu sagen, große Varianz bekommen wir beim neuronalen Netz, wenn das neuronale Netz zu tief ist. Das ist ein Zeichen für Overfitting. Wenn wir einen großen Bias haben, müssen wir eventuell auf eine Sache noch gesondert schauen, nämlich es könnte sein, dass unsere Trainingsdaten nicht repräsentativ sind für mein Problem. Ja, das kann natürlich passieren, dass Sie irgendeinen Trainingsdatensatz bekommen. Und dann wird Ihr Modell angewendet auf die Realität und dann schießen Sie einfach daneben mit einer kleinen Varianz, aber immer falsche Vorhersagen. Dann ist das entweder sind irgendwie die Hyperparameter falsch gewählt, oder kann es natürlich auch sein, dass die Trainingsdaten falsch gewählt sind. Wenn Sie Trainingsdaten haben, die nicht repräsentativ sind für Ihre Realität, für Ihre Wirklichkeit, dann wird Ihr Modell natürlich was Falsches lernen, logischerweise. Und wenn Sie ein Modell gut bauen, hat es eine kleine Varianz, aber einen großen Bias und etwas Falsches gelernt. Also, Bias, Varianz und dummerweise ganz häufig, ja, man sieht schon, wirklich ein Trade-off. Wir optimieren das eine und dafür wird das andere schlechter. Und das können wir in beide Richtungen machen. Lösungsansätze. Ja, Feature Selection. Das heißt, ich nehme nicht alle Attribute mit, sorge dafür, dass die Varianz kleiner wird, dass das Modell einfacher wird, wenn ich nicht alle Attribute mitnehme. Dafür verliere ich Informationen, wenn ich Attribute weglasse. Das heißt, ich kann nicht mehr so genau vorhersagen. Logischerweise wird dann der Bias größer. Ja. Wenn ich mehr Trainingsdaten habe, das ist jetzt die einfache Statistik, mit je mehr Daten ich rangehe, desto kleiner wird logischerweise die Varianz. Vorausgesetzt, dass die mehr Daten
nicht eine größere Varianz in den Trainingsdaten mit reinbringen. Ja, wenn die alle mit der gleichen Streuung sind, dann kann ich mit mehr Trainingsdaten die Varianz verringern, tatsächlich ohne den Bias damit zu gefährden. Das ist eine tatsächliche Lösung. Zum Beispiel eine Lösung, einer der Gründe, warum Deep Learning funktioniert mit großen Datensätzen, ja? Weil ich hier die Varianz kleiner kriege, ohne den Bias zu gefährden. Also, es gibt, there is a haven, ja, würden die Engländer sagen. Ja, es gibt eine Lösung. Es gibt einen sicheren Hafen, in den wir fahren können, an der einen oder anderen Stelle. Wenn wir die Zahl der Attribute erhöhen, Gegenteil von Feature Selection, dann bekomme ich mehr Informationen, bekomme den Bias runter um den Preis, dass ich Varianz nach oben treibe. Ich habe mal Beispiele für Algorithmen unten aufgeschrieben. Ja, nehmen wir an, den Nearest Neighbor Klassifizierer. Also je größer wir das K machen, desto kleiner wird logischerweise die Varianz und desto größer aber eventuell der Bias. Wenn wir Decision-Bäume haben, je tiefer wir sie machen, desto größer wird die Varianz, wir overfitten, desto kleiner wird der Bias. Und andersrum. Im Deep Learning ist tief gut, tiefe neuronale Netze sind gut, weil die liefern uns einen kleinen Bias. Die können sich gut anpassen. Natürlich auch eine große Varianz. Aber im Deep Learning können wir regularisieren mit vielen anderen Methoden, was uns die Varianz kleiner drückt. Und wir können vor allem mit vielen Daten arbeiten, viele Trainingsdaten, was auch die Varianz kleiner drückt. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Deep Learning-Methoden immer mehr Anwendungsdomänen übernehmen, weil es da tatsächlich relativ einfach ist, mit der Kombination tief plus viele Daten plus andere Regularisierungsmethoden Varianz und Bias nach unten zu drücken. Ja. Vielleicht ist das tatsächlich einer der Gründe, dass Bias-Variance-Trade-off im Deep Learning am einfachsten erschlagen werden kann, verglichen mit eigentlich allen anderen Methoden. Ja. Die neuronalen Netze sind nicht generell einfach besser, aber das ist tatsächlich was, was man mit denen relativ einfach hinkriegt, ohne viel nachzudenken. Das heißt, Sie sehen schon, es gibt Fehler, die man zwangsläufig macht, aber wir sind nicht verloren. Ja, es gibt auch Lösungen für alles. Und es gibt nicht nur Deep Learning als die eine Lösung für alle Probleme, sondern es gibt natürlich auch Lösungen, die wir für andere Klassifizierer anwenden können, zum Beispiel für Entscheidungsbäume. Eine Lösung, mit der man vieles dieser Probleme in den Griff kriegt, sind Ensembles. Das heißt, die Idee, wir machen nicht nur einen Klassifizierer, sondern wir machen gleich mehrere Klassifizierer oder viele oder vielleicht sogar ganz viele Klassifizierer und schauen uns an, was die alle machen. Und wir bauen die alle ein bisschen anders auf. Und Sie werden sehen, dass das eine ziemlich geniale, sowie einfache, sowie mächtige Methode ist, um ganz viele der jetzt im Laufe der Vorlesung aufgetauchten Probleme zielstrebig zu lösen. Also, Ensemble Training. Übersicht über das, was jetzt noch kommt in der Vorlesung, in dieser Trilogie heute und das nächste Mal. Also, wir fangen an mit Begging. Begging heißt, ist eine Abkürzung, ein Kunstwort für Bootstrap Aggregation vom Leo Freeman, Ende des letzten Jahrhunderts erfunden. Ich sage gleich dazu, wie es funktioniert. Viele Proben mit Stichproben und Bootstrapping. Kommt alles. Ja. Das zweite sind die Forests. Ja, Random Forests, die berühmte Methode, die auch richtig gut ist. Wir trainieren viele Bäume und versuchen dann aus dem Ensemble ein Endergebnis zu generieren. Auch Leo Breman ein bisschen später. Im nächsten Vorlesungsblock gehen wir dann den Schritt wirklich weiter und nehmen dieses Prinzip des Ensemble-Trainings richtig, richtig ernst. Ja. Schauen uns eine Methode an, die nennt sich Boosting. Die ist vom Rob Spiri entwickelt worden. Auch etwa um die gleiche Zeit rum. Die ist wirklich genial. Ja.
Aber das gibt eine ganz eigene Vorlesung. Da schauen wir uns, das schauen wir uns im nächsten Foliensatz, dann in der nächsten Vorlesung. Was ist die Grundidee vom Ensembletrieb? Die Grundidee ist einfach eine simple statistische Weisheit, nämlich, dass es besser ist, mehr Messungen zu machen als weniger. Ja, Sie wissen, Sie erinnern sich daran, ganz am Anfang der Vorlesung haben wir mal die Länge von einem Tisch gemessen. Und wenn Sie immer mit der gleichen Ungenauigkeit messen, dann wissen Sie trotzdem umso genauer, wie lang Ihr Tisch wirklich ist, je mehr Messungen Sie machen. Ja, wenn Sie nur zwei, dreimal messen mit der gleichen Ungenauigkeit, haben Sie eine relativ große Ungenauigkeit noch. Wenn Sie 100 Mal oder 1000 Mal messen mit der gleichen Ungenauigkeit, bekommen Sie eine sehr viel exaktere Festlegung, wo Ihr wahrer Wert tatsächlich liegt. Das heißt, die Varianz wird kleiner durch die Zahl der Messungen, die Sie machen. Oder wenn Sie mehrere Messreihen machen, jedes Mal mit der gleichen Varianz, dann ist die Varianz, wenn Sie das zusammenfassen, kleiner als bei jeder einzelnen. Das heißt, Varianz Bias Trade-off, Bias Varianz Trade-off, einfach durch die Erhöhung der Zahl der Experimente, die Sie machen, können Sie die Varianz verkleinern. Sprich, wenn wir einen Baum trainieren oder einen Klassifizierer trainieren, der eine bestimmte Varianz liefert, dann ist es halt so, wenn wir 10 davon trainieren und die 10 alle die gleiche Varianz liefern und jetzt fassen wir die Ergebnisse zusammen, dann muss das Ergebnis besser sein als das von jedem Einzelnen. Die Varianz wird kleiner. Das heißt, durch Trainieren eines Ensembles können wir die Varianz verringern und zwar ohne irgendwas anderes zu verändern. Das heißt, der Bias bleibt gleich. Aber die Varianz wird kleiner. Also, Ensemble-Training ist ein Weg, diesen Bias-Varianz-Trade-off anzugreifen und die Varianz zu verringern, ohne dass wir gleichzeitig den Bias haben. Ja, statistisch, mathematisch hingeschrieben, logisch. Das gilt aber natürlich nur dann, wenn unsere Experimente unabhängig sind. Das heißt, unsere Klassifizierer, wenn wir 10 Klassifizierer trainieren, müssen die unabhängig sein voneinander. Wenn ich die 10 Klassifizierer jeweils auf den gleichen Trainingsdaten mit den gleichen Attributen trainiere, dann sind die ja nicht unabhängig voneinander. Dann nutzt mir das natürlich nichts. Ja? Dann habe ich nichts gewonnen. Ich habe nur dann was gewonnen, wenn ich 10 Klassifizierer trainiere, jeweils mit anderen Daten. Dazu brauche ich natürlich genug Daten. Oder ich mache das, was ich Ihnen gleich erzählen darf. Wenn die nicht unabhängig sind, also wenn ich die korreliert habe, wenn ich die gleichen Daten nehme und den gleichen Algorithmus nehme, um einen Klassifizierer zu bauen, dann gilt diese Formel da oben nicht. Dann gilt die Formel da unten. Ja, die Varianz ist dann mein Rho mal Sigma Quadrat plus 1 minus Rho durch N mal Sigma Quadrat. Ja. Das heißt, den zweiten Term, das ist der, entspricht dem da oben, den kann ich immer noch durch Vergrößerung der Zahl meiner Klassifizierer runterdrücken. Aber den ersten Term, den kann ich nur runterdrücken, indem ich das Rho klein kriege. Und was ist das Rho? Das Rho gibt mir an, wie stark korreliert meine Daten, meine Klassifizierer sind. Also wie stark korrelieren die Ergebnisse, die meine Klassifizierer liefern. Idealerweise müssen die komplett unkorreliert sein. Ja, wenn sie komplett unkorreliert sind, dann bin ich da oben. Dann ist das nämlich 0, das Rho, und dann bin ich da oben. Ja, wenn sie stark korreliert sind, wenn die 1 sind, dann habe ich hier eben 1 mal Sigma Quadrat. 1 minus 1 ist 0. Und dann ist mein Sigma tot gleich meinem Sigma, also die Varianz bleibt genau gleich. Wenn ich genau die mit den gleichen Daten, mit dem gleichen Algorithmus, den gleichen Baum 10 Mal mache, habe ich natürlich logischerweise genau die gleiche Varianz und genau das gleiche Ergebnis, wie wenn ich es nur mit einem machen würde. Ja? Das heißt, die Lösung ist da, aber das Problem ist jetzt die Dekorrelierung. Ja, ich darf keine Korrelation haben zwischen
den Ergebnissen meiner unterschiedlichen Klassifizierer. Das heißt, ich muss die Klassifizierer idealerweise mit unterschiedlichen Daten trainieren. In der Praxis hat man leider selbst im Zeitalter von Big Data nicht immer unendlich viele Daten. Das heißt, wir brauchen noch eine Strategie, wie wir dieses Dekorrelieren hinbekommen, ohne dass wir einfach aus dem Vollen schöpfen können, unendlich viele Daten zur Verfügung haben. Die Lösung, die in diesen Algorithmen drinsteckt und die vom Neo Breeman erfunden wurde, die heißt Bagging. Bagging ist ein Kunstwort für Bootstrap Aggregation. Da steckt Bootstrapping drin und Aggregation steckt drin. Ja, die Bedeutung von Bagging, es gibt unterschiedliche, ja, Bedeutungen. Einmal Bagging heißt, ich packe was in den Sack rein. Das ist das, was hier gemeint ist. Wir nehmen Teile unseres Datensatzes und stecken die jeweils in einen Bag, in einen Sack. Man kann Bagging auch interpretieren als ja, aufschneiden, große Geschichten erzählen. Könnte man hier fast auch sagen, weil die Bagging-Algorithmen sind so toll, dass die Leute, die damit angefangen haben, tatsächlich Jägerlatein-Geschichten erzählt haben, was die jetzt mit ihren Algorithmen und mit Bagging alles machen können. Bagging. Mal visualisiert, was Bagging ist. Ja, wir haben ganz links dargestellt irgendwelche Daten. Ja, ich habe mal mehrere Klassen einfach als Farben dargestellt. Und jetzt packen wir Bags, ja, in Grau dargestellt. Ohne zurücklegen ziehe ich 15 aus 20 Bags. Ja? Das heißt, ich habe immer 15 meiner Daten in meiner Bag drin und 5 lasse ich draußen. Da habe ich natürlich eine Überschneidung zwischen den einzelnen Bags, logischerweise. Das ist eben, ja, das ist wie es ist. Wenn ich nur 20 Datenpunkte habe, dann werde ich nicht ein Ensemble trainieren können, ohne dass ich eine Überschneidung der Trainingsdaten bekomme, weil ich habe einfach, wenn Sie hier 10.000 Datenpunkte haben, könnten Sie vielleicht auch so ziehen, dass Sie keine Überschneidung haben oder dass Sie weniger Überschneidung haben. Was zweites habe ich aber noch, was gut ist hier, ich habe diese sogenannten Out-of-Bag-Samples. Das sind die übrig bleiben, ja, die ich nicht gewählt habe. Und das ist natürlich genial, weil die kann ich natürlich dann direkt nehmen zur Validierung. Ja, also ich ziehe einen Teil meiner Daten, packe die in meinen Sack, mit denen trainiere ich meine Klassifizierung und die restlichen, die nehme ich zur Validierung. Und das Schöne ist, das kann ich unendlich oft machen. Ja, ich muss jetzt nicht sagen, ich teile meinen Datensatz in 5 Teile und dann habe ich 5-mal einen kleinen Datensatz und den kann es eben auch nur 5-mal machen, sondern ich kann 10-mal, 20-mal, 100-mal 15 aus 20 ziehen und kann jedes Mal einen Tree erstellen und kann den Tree validieren mit den Out-of-Bag-Daten. Kann zum Beispiel prunen, indem ich vorher sage, indem ich schaue, wie gut funktioniert der Tree, der hier trainiert ist, auf diese Out-of-Bag-Daten und kann auf diese Art und Weise so viele Trees machen, wie ich will. Die sind nicht komplett dekorreliert, weil ich eine Überschneidung habe natürlich in den Trainingsdaten, aber sie sind zumindest ein Stück weit dekorreliert. Und das Ergebnis von so einem Ensemble, wie ich mit Bagging-Daten, man sagt hier Bagging-Sample, das ist ein bisschen eine Sprachverwirrung, ja, wie ich sage normalerweise Sample für einen einzelnen Rekord, für eine Zeile in unserer Tabelle. Hier spricht man von einem Bagging-Sample und meint mit dem Bagging-Sample tatsächlich den ganzen Datensatz, ja, der alle Samples, alle Rekords enthält, die ich in meinen Bag reingepackt habe. Ja, also ich kann beliebig viele Bagging-Samples machen, kann beliebig viele Klassifizierer trainieren. Zum Beispiel Bäume, kann es auch mit anderen Klassifizierern machen, logischerweise. Und kann validieren mit den Out-of-Bag-Daten. Wunderschöne Methode, also Neo Breeman, geniale Idee, die er da hat. Geniale Idee. Was ist Bootstrapping? Bootstrapping ist der angelsächsische Ausdruck für das, was wir als sich an den Haaren aus dem Sumpf ziehen bezeichnen. Ja, geht zurück auf bei uns hier auf die Geschichte vom Baron von Münchhausen, der sich da an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen hat. Sie ahnen schon, mit dieser Bagging-Methode kann man sowas
machen. Ja, kann man sich selbst rausziehen. Ja, im Angelsächsischen ist der Begriff eben nicht Münchhausen, sondern da ist der Begriff Bootstrapping. Bootstraps sind die Straps, ja, die Riemen, die an den Stiefeln dran sind, mit denen man den Stiefel hochzieht. Ja, ich ziehe den Stiefel hoch sozusagen. Okay, Bootstrapping bedeutet, ich ziehe auch wieder, wie bei meinem normalen Bagging, aber ich lege wieder zurück. Also ich ziehe nicht wie hier 15 aus 20 und dann bleiben eben 5 übrig, sondern ich ziehe eins und dann lege ich es wieder zurück. Dann ziehe ich wieder eins und lege es wieder zurück. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, ich kann jetzt beliebig viele ziehen. Ja, ich kann jetzt hergehen und aus meinen 20 kann ich 25 ziehen. Ja, ich habe eigentlich 20 Samen mit meinem Datensatz, aber ich ziehe da 25 Mal. Ja, kein Problem. Ganz tolle Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich es auf der Folie draufstehen habe irgendwo. Man kann Bootstrapping zum Beispiel benutzen, um einen Datensatz zu balancieren. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Datensatz, da sind 100 Beispiele drin für ja, Qualitätssicherung von Werkstücken, ja, oder Eier. Ja. Sie haben 100 Beispiele für Eier der Güteklasse A und Sie haben 50 Beispiele für Eier der Güteklasse B. Und jetzt wollen Sie einen Klassifizierer bauen, der irgendwie die Eier misst und dann zuweist, ist das A oder B. Sie sehen sofort das Problem. Sie haben mehr A als B. Das heißt, der Klassifizierer wird tendenziell eher A vorhersagen, weil wenn er A vorhersagt, ist er richtiger. Ja, fürs Training jedes Klassifizierers brauchen Sie einen balancierten Datensatz, gleich viele A's und B's. Haben Sie entweder die Möglichkeit, einfach nur 50 von den A's zu nehmen und 50 von den B's, dann verlieren Sie aber die Information, die in den anderen 50 A's drin ist. Oder es wird, Sie verdoppeln einfach die B's, ja, dann werden die einfach doppelt gewichtet. Schöner ist es. Sie machen ein Ensemble und sagen, ich ziehe jedes Mal 100 A's und 100 B's oder 70 A's und 70 B's zum Beispiel. Ja. Bei den B's sind dann mehr Doppelte drin wie bei den A's. Aber Sie haben dann immer Datensätze, die aus 150 Samples bestehen. 140, 2 mal 70, Entschuldigung, 140 Samples bestehen. 70 A's und 70 B's. Und im Mittel sind alle von den A's mal dabei und es sind alle von den B's mal dabei. Eben verteilt auf verschiedene Klassifizierungen. Ja, also Sie können Bootstrapping wunderbar dazu benutzen, um einen Datensatz zu balancieren. Und auch das ist natürlich eine zusätzliche tolle Sache hier. Sie haben immer noch eventuell Out-of-Box-Beispiele. Das hängt davon ab, wie stark Sie das Bootstrapping machen. Ja, wenn Sie weniger ziehen, haben Sie mehr Out-of-Box, die Sie für die Validierung benutzen wollen. Wenn Sie Bootstrapping so verwenden, dass Sie tatsächlich mehr ziehen, also 25 aus 20, dann können Sie wahrscheinlich nicht mehr mit den Out-of-Box-Beispielen validieren, weil Sie dann tendenziell so gut wie nichts mehr Out-of-Box haben, logischerweise. Sie haben aber trotzdem jeden Datensatz anders, ja? Weil ja, Sie haben ja einmal 4 von dem einen drin und da haben Sie mal 4 von dem anderen drin. Das heißt, die einzelnen Datensätze sind unterschiedlich aufgebaut. Die Samples werden unterschiedlich stark gewichtet. Und das gibt natürlich auch wieder eine Dekorrelation der Klassifizierer, die Sie auf diese Art und Weise machen. Die ist wichtig, damit das Ensemble funktioniert, damit das Ensemble die Varianz verringern kann. Okay, wie sieht sowas dann aus? Wir haben Trainingsbeispiele. Wir ziehen diese Bootstrapping-Samples. Ja, Vorsicht. Bedeutet jetzt was anderes. Ja, wir ziehen Bags mit einem neuen Datensatz, mit einem gebootstrappten Datensatz. Wir trainieren einen Klassifizierer und machen das Ganze so oft wir wollen. Ja, ich habe es noch dreimal, ist es auf dem Bild, aber Sie können das nicht machen, so oft Sie wollen. Dann müssen Sie irgendwie schauen, wie Sie die Ergebnisse, wie Sie diese Klassifizierer zusammenfassen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Ensemble verwenden will, um ein neues
neuen Datensatz vorherzusagen, dann muss ich die alle drei oder alle Klassifizierer, die ich habe, anwenden und muss die Ergebnisse irgendwie kombinieren. Kann ich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ja, einfache, wenn es ein Klassifizierungsproblem ist, kann man einen Majority Vote machen. Ja, wenn die meisten dieser Klassifizierer sagen, das ist ein Ei Güteklasse A, dann sage ich, es ist Güteklasse A zum Beispiel. Ja, wenn es ein Regressionsproblem ist, kann ich den Mittelwert berechnen daraus. Irgendwie sowas. Es gibt auch Leute, habe ich schon gesehen, die nehmen hier wieder einen Klassifizierer. Also das geht natürlich. Sie können hergehen und diese Ergebnisse hier nehmen, wieder als Input für eine Support-Vektor-Maschine zum Beispiel. Und dann nehmen Sie eine Support-Vektor-Maschine, um aus diesen Ergebnissen tatsächlich die Endvorhersage zu machen. Geht auch, ja? Dann sind Sie völlig frei. Wenn das so einfach ist wie Majority Vote, wird es die Support-Vektor-Maschine auch können. Und wenn es aber komplizierter ist, wenn die Zusammenhänge komplizierter sind, dann kann das die Support-Vektor-Maschine lernen. Ja, also habe ich schon gesehen, ja, und funktioniert tatsächlich, ist sogar relativ mächtig, ja, das Zusammenfassen hier mit einer SVM wieder zu machen. Das Bagging-Konzept ist völlig allgemein. Wichtig, Sie haben Trainingsdaten, Sie machen Bootstrapping, bauen daraus Bags mit neuen Trainingsdaten, jeweils ein Bag mit einem Trainingsdatensatz, die sich überschneiden, die aber nicht identisch sind, die ein Stück weit dekorreliert sind, trainieren ganz viele Klassifizierer, fassen das dann zusammen, entweder einfach, Majority Vote, Durchschnitt oder irgendwie sowas, oder wieder mit einem Klassifizierer, können auch eine Logit-Regression zum Beispiel rechnen, das macht oftmals Sinn, ja, wenn hier numerische Werte rauskommen, machen Sie am Ende eine Logikregression, um dann eine zweifache Klasse, eine binäre Klassifizierung am Ende zu bekommen. Irgendwie sowas können Sie machen. Und haben dann einen Ensemble-Klassifizierer, der, wenn Sie es nicht ganz falsch machen, immer besser ist als jeder einzelne Klassifizierer. Ja, weil durch das Training von mehreren dekorrelierten Klassifizierungen immer die Varianz kleiner sein muss als beim Einzelnen. Und damit kriegen Sie Varianz und Bias getrennt optimiert. Ja, Bias optimieren Sie, indem Sie diese Klassifizierer möglichst gut bauen, dass die möglichst präzise sind. Varianz kriegen Sie klein, indem Sie viele Klassifizierer haben, die Varianz in der Summe verkleinern oder in der Kombination verkleinern. Ein Begriff, den muss ich Ihnen hier noch nennen, das ist das sogenannte 0,632 Bootstrap. Wenn ich 20 aus 20 ziehe, also wenn ich mein Bootstrapping-Sample so groß ist wie mein Originaldatensatz und ich ziehe das zufällig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Rekord in meinem gebootstrappten Datensatz tatsächlich drin ist, in meiner Bag drin ist, die ist logischerweise hier 1 minus 1 minus 1 durch n hoch n. Ja, weil ich ziehe mit 1 durch n ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einmal das ziehe. Und wenn ich n mal ziehe, dann ist es hoch n und ich muss 1 minus rechnen für das, was ich rausziehen gegenüber dem, was drin bleibt. Ja, der Testdatensatz, der Validierungsdatensatz, das, was übrig bleibt, da ist 1 minus 1 durch n hoch n und ich muss nochmal 1 minus rechnen. Das kann ich abschätzen, die Größe hier kann ich abschätzen, die ist für groß genug n etwa 0,368. Und damit ist 1 minus 0,368 ist 0,632. Das bedeutet, wenn ich so viele Samples aus meinem Datensatz ziehe, wie da drin sind, mit zurücklegen, dann habe ich im Schnitt 63,2% meiner Records in jedem Bootstrap-Datensatz. Ja, also etwa 2/3. Und 1/3 habe ich nicht erfasst. Wenn Sie zufällig ziehen, haben Sie immer etwa 2/3
der Originaldaten in jedem Bootstrap-Back mit drin. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Ja, das ist ja sowas, wenn wir sagen, wir bauen uns einen Validierungsdatensatz. Ein Drittel, zwei Drittel ist eigentlich eine gute Aufspaltung. Also ein Drittel Validierung, zwei Drittel Training. Ja, das ist sowas, was wir so auch wollen. Das heißt, wenn Sie das machen auf die Art und Weise, dann bekommen Sie eigentlich eine sehr sinnvolle, vernünftige Aufteilung zwischen Validierungsdaten und Trainingsdaten. Und das ist schlicht und ergreifend das, was ich hinter diesem 0,632 Bootstrapping verbirgt. Okay, jetzt kommt aber endlich die Methode, auf die Sie alle gewartet haben, nämlich die Random Forest. Das Schöne ist, wir haben so viel vorgearbeitet, dass ich Ihnen die Random Forest hier fast mit einer Folie erklären kann, weil Sie wissen es schon. Ja, Sie denken sich das jetzt alles schon, ich brauche gar nicht mehr viel dazu sagen. Was hat es mit denen auf sich? Das heißt, wir bauen nicht einen Tree, wir bauen ein Ensemble aus Trees. Ja, wir machen aus unseren Daten viele Einzelstichproben, viele Bootstrapping-Samples, ja, zum Beispiel mit diesem 0,632 Bootstrapping. Wir wählen zufällig Samples aus. Wir machen noch was Zweites. Wir nehmen nicht immer alle Attribute mit, sondern wir wählen auch die Attribute zufällig aus. Warum? Dekorrelierung. Wenn wir nicht alle Attribute drin haben, haben wir wieder eine Dekorrelation natürlich, weil wir vielleicht günstige Attribute, vielleicht ungünstige Attribute kriegen. Und der Decision Tree versucht immer mit dem, was er hat, mit den Attributen, die er hat, einen möglichst guten Baum zu machen. Und wir bekommen am Ende viele Klassifizierer. Ja, machen tatsächlich vielleicht nicht nur 10, sondern sogar 100 oder 1000 Klassifizierer. Wir brauchen viele, weil wir, wenn wir die Samples bootstrappen und die Attribute bootstrappen, natürlich auch eine relativ große Diversität bekommen an Klassifizierung. Ist aber gut, heißt die Korrelation, heißt, so geht die Varianz runter. Ja, man könnte denken, wenn wir mit weniger Attributen arbeiten, eigentlich geht ja die Varianz hoch. Ja, wenn wir mit weniger Attributen arbeiten, nee, stimmt nicht. Wenn wir mit weniger Attributen arbeiten, geht die Varianz eh runter. Der Bias geht hoch. Okay. Aber den Bias kriegt man wieder runter, weil wir ein Majority Vote machen. Okay. Also, andere Samples geben andere Trees, andere unterschiedliche Attribute geben andere Trees. Also wir bekommen eine große Diversität von Trees. Wir können validieren, entweder mit den Out-of-Back-Daten oder mit dem expliziten Validierungsdatensatz oder mit Kreuzvalidierung. Aber immer machen. Also bei diesen Methoden ist es extrem wichtig, dass man wirklich mit Validierungsdaten validiert, weil das Overfitting durchs Bootstrapping nicht unterdrückt wird. Ja? Bootstrapping wird nicht das Overfitting unterdrücken, sondern das Overfitting müssen wir erkennen mit Hilfe unserer Validierungsdaten. Und dann können wir es auch wieder wegkriegen. Ja, die Vorhersage, meistens macht man einfach beim Klassifizierer einen Majority Vote oder, Sie erinnern sich, einen gewichteten Majority Vote. Der Algorithmus, ja, braucht man eigentlich nicht sagen, ja. Bootstrap Samples, Bootstrap Attributes, generiere Baum, berechne die Güte, zum Beispiel die Impurity oder den RSS. Oder irgendein Score, ein unserer Scores, F1-Score zum Beispiel, mit den Validierungsdaten, ja, zum Beispiel den Out-of-Back-Daten. Und das Ganze machen wir für viele Bäume und fertig. Das ist der Algorithmus. Also wirklich billig. Abschätzung der Zahl der Samples, die wir ziehen beim Bootstrapping, ist nicht so einfach. Weil das hängt vor allem davon ab, wie Ihr Datensatz aussieht. Ja, wie viele Samples haben Sie denn im Datensatz? Wenn Sie wenig haben, nehmen Sie mehr, einen größeren Anteil. Wenn Sie viele haben, nehmen Sie einen kleineren Anteil. Wenn wir nicht im Bereich Big Data sind, zieht man genauso viele, wie drin sind, also 0,632 Bootstrapping. Im Big Data-Umfeld ist das vermutlich nicht nötig. Da kann es sein, es genügt, wenn Sie weniger, vielleicht sogar viel weniger ziehen. Was wiederum den Vorteil hat, dass Ihre Daten dann noch besser dekorreliert sind. Logisch.
Abschätzung der Attributanzahl ist noch schwieriger, hängt aber auch davon ab, wie viele Attribute Sie haben. Wenn Sie sehr viele Attribute haben, können Sie auch weniger ziehen. Häufig wird so als Faustregel Wurzel m, also wenn m die Zahl der Attribute ist, oder log 2m angegeben. Ja, ich habe ihn mal geplottet. Sieht nicht so arg unterschiedlich aus, Wurzel m und log 2m. Ja. Letzten Endes müssen Sie es auch ausprobieren. Wieder gilt, auch Forests sind noch schnell. Trees sind so schnell, Forests sind fast so schnell, sodass es da eigentlich im Normalfall kein Problem ist, auch unterschiedliche Überparameter einfach auszuprobieren. Probieren Sie es nicht systematisch durch. Ich glaube, da hatte ich schon mal was gesagt dazu, zum systematischen Durchprobieren von Überparametern. Ist meistens kein guter Weg. Versuchen Sie selbst ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Ihre Daten wichtig ist, und benutzen Sie das dann. Also machen Sie einzelne Versuche und versuchen Sie bei jedem Versuch für sich was zu lernen. Wahl der Überparameter. Ja, genau kann ich Ihnen das leider auch nicht angeben. Ich kann es Ihnen ja mal hinschreiben, wenn Sie mögen. Warten Sie, ich komme mal nach vorne hier und sagen: Bäume im Wald. Ich bin mal ganz frech und schreibe hier hin 10 bis 10.000. Ja, jetzt wissen Sie es. Attribute, Wurzel m oder so. Und Tiefe der einzelnen Bäume 1 bis unendlich. Ja, wie gesagt, jetzt wissen Sie es, ja. Das ist jetzt nicht wirklich hilfreich. Es hängt einfach von Ihrem Beispiel ab. Aber Sie sehen, man kann das Verfahren in alle Richtungen dehnen und strecken. Es funktioniert immer. Es funktioniert mit wenigen Bäumen, es funktioniert mit ganz vielen Bäumen. Zahl der Attribute hängt einfach von Ihren Daten ab. Spielen Sie ein bisschen rum, versuchen Sie ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie gesagt, im Normalfall arbeitet man später im Beruf sehr lange mit den Art Daten, ja, mit ähnlichen Daten, sodass Sie tatsächlich dieses Gefühl entwickeln können. Regularisierung braucht man natürlich trotzdem hier auch. Ja. Also man kann Pruning machen, macht man typischerweise aber nicht, sondern was man typischerweise macht, ist einfach eine Tiefenbegrenzung. Ja. Wenn ich 1.000 oder 10.000 Bäume rechne, dann genügt es tatsächlich häufig zu sagen, ich begrenze einfach die Tiefe meiner Bäume auf 5. Ich mache die nicht tiefer als 5. Damit ist automatisch Overfitting verhindert. Die einzelnen Bäume sind dann nicht mehr so präzise, aber da ich viele mache, kann ich am Ende trotzdem eventuell eine Bodenklassifizierung haben. Manchmal genügt sogar eine Tiefe von 1. Da werde ich Ihnen nachher noch ein Beispiel zeigen. Okay, Eigenschaften von Random Forests. Die sind gut natürlich, wenn man viele Samples hat. Die sind auch gut, wenn man wenig Samples hat, wegen Bootstrapping. Bei heterogenen Daten sind sie besonders gut, weil dann sind meine Bootstrap-Samples, meine Datensätze, die ich in den Bags drin habe, möglichst auch sehr gut dekorreliert. Ja, dann stimmt die Theorie dahinter. Ich kann Datensätze beackern, die über eine große Zahl von Attributen definiert sind. Gerade in der Bioinformatik kann man zum Teil Zehntausende oder Hunderttausende von Attributen, ja, bei Big Data-Anwendungen auch. Ja, dann wählen Sie einfach nur eine kleine Zahl von Attributen aus für jeden Tree. Und die Trees, die guten Attribute erwischen, die sind dann gut. Machen Sie am Ende ein gewichtetes Majority Weight Vote und dann, also gewichtetes Majority Vote, und machen gleichzeitig eine Feature Selection über Ihren Random Forest. Wunderbar, ja? Es geht sogar auch, wenn Sie abhängige Attribute haben. Ja, manche Methoden, zum Beispiel Support Vector Machines, die können Probleme kriegen, wenn Sie Datensätze haben, in denen die unterschiedlichen Spalten voneinander abhängig sind, wenn die korreliert sind. Da Sie hier nur ein paar auswählen, ist die Gefahr, dass Sie die hochkorrelierten erwischen, kleiner. Ja, entsprechend wenig. Also wunderbar. Ja. Übertraining, ja. Die Dinger sind immer noch anfällig für Übertraining, also immer mit Validierungsdaten arbeiten.
Okay, ich habe Ihnen auch ein Beispiel hier aufgezeichnet. Das ist ein Datensatz, ja, mit Einsen und Nullen. Jeder Punkt hat eine Klasse, 1 oder 0, und ist definiert durch zwei Größen, nämlich x und y. Und Sie sehen hier in der Mitte gibt es so ein bisschen einen Zickzack. Ja? Es ist nicht ganz klar getrennt, aber im Prinzip ist da links oben sind die Nullen und rechts unten sind die Einsen. Ich baue mir einen Tree als Regression Tree. Wir haben gesehen, das geht. Mit 8 Knoten und mit der Tiefe von 8 Knoten kann ich eben solche Stufen da reinmachen. Ja, vier Stufen kann ich machen. Ich brauche hier jeweils eine Entscheidung, da eine Entscheidung. Also kann ich 4 Stufen machen, wenn ich 8 Knoten habe. Das ist relativ grob, aber das geht nicht besser, weil mit nur 8 Knoten kann ich einfach nicht mehr senkrechte oder horizontale Trennlinien hier reinmachen. Jetzt machen wir einen Forest. Ja, und zwar einen Forest aus 25 Bäumen. Wenn ich als Aggregation jetzt den Mittelwert berechne, dann sehen wir, ja, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Ja. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Wenn ich einen Majority Vote nehme, sieht auch nicht schlecht aus. Es ist noch nicht perfekt mit den 25. 25 ist auch noch nicht viel. Ja. Was könnte ich machen, um hier eine sauberere Linie zu kriegen? Ja, ich könnte tiefer reingehen in meinen Baum, also jeden einzelnen Baum tiefer machen, damit der besser wird. Das wäre aber Overfitting. Oder ich nehme den Baum, der wenig overfittet oder nicht overfittet, und nehme das aber öfters, ja, nehme statt 25, 100 zum Beispiel, dann wird, je mehr ich nehme, desto besser logischerweise am Ende hier meine Diagonale. Ja, also Sie sehen, tatsächlich, man kriegt hier dann das Overfitting auch in den Griff. Ja. Der einzelne Baum kann nicht overfitten. Der Klassifizierer als Ganzes wird dann auch nicht so arg overfitten. So, ein allerletztes Beispiel habe ich Ihnen noch. Und zwar kommen wir zurück ganz an den Anfang unserer Tree-Vorlesung. Da hatten wir einen Baum aufgebaut, um festzulegen, welches Medikament ein Patient bekommt. Das greife ich hier nochmal auf mit ein bisschen einem anderen Datensatz. Und zwar habe ich das Alter meines Patienten und ich gebe an, welche Medikation, welches Medikament, nämlich A oder B. Ja, und Sie sehen, das ist sortiert nach Alter schon mal, dass ich für die im mittleren Alter ein anderes Medikament nehme als für die im größeren, im höheren Alter. Und das will ich jetzt mit meiner Random Forest Methode machen. Ich habe nur ein Attribut, da brauche ich also keine Attribute bootstrappen. Und ich mache da ich nur ein Attribut habe, mache ich eine zweite Vereinfachung, nämlich ich arbeite nur mit einem Split. Also mein Baum kann ja nur ein Knoten tief sein, weil ich nur ein Attribut habe. Gut, ich könnte das gleiche Attribut mehrfach splitten. Ja, erst nach dem, dann nach dem, dann nach dem. Aber ich arbeite mit einzelnen Splits. Das heißt, mein Baum hat nur eine Verzweigung. Sowas nennt man einen Baumstumpf, einen Decision Stump, ja, einen Entscheidungsstumpf. Also wir arbeiten mit Decision Stumps, mit den einfachst möglichen Bäumen. Offensichtlich reicht einer nicht, um das zu machen, ja, weil ich brauche ja zwei Grenzen. Ja, ich kann sagen, älter als 25, du kriegst B, aber dann sind die da hinten falsch. Oder ich kann sagen, älter als 52 und dann kriegst du A und dann sind aber die Linken, die Jungen falsch. Also mit einem geht es nicht. Es ist kein linear trennbares Problem. Ich ziehe mir einfach zufällige Samples daraus. Ja. Sie sehen, da sind manche mehrfach drin. 69 ist zweimal drin, 32 ist zweimal drin, 18 ist zweimal drin. Schreibe mir auf drunter, was die jeweils für eine Klasse haben. Und suche jetzt den besten Split. Beste Split heißt, ich kann ausprobieren im Prinzip zwischen jeden zwei Werten, wie gut ist die Accuracy, wenn ich an der Stelle splitte. Da ich nur zwei Klassen habe, kann ich es wieder wie ganz am Anfang auf die Billigmethode machen. Ich kann einfach abzählen, wie viel sind richtig, wie viel sind falsch. Wenn ich mehr als zwei Klassen hätte, müsste ich Gini Impurity oder Information Gain berechnen.
Hier kann ich es mit Abzählen machen, deshalb auch dieses einfache Beispiel. Und ich sehe hier irgendwo zwischen 25 und 32, ich gehe genau in die Mitte am besten, ja, also bei 29 ist das Split. Wenn es kleiner 29 ist, das Alter soll er A kriegen, wenn es größer 29 ist, soll er B kriegen. Die da hinten sind falsch, geht nicht anders. Ja, ich mache ein zweites Bootstrapping. Sie sehen, das sind andere Daten, die ich hier habe. Entsprechend kriege ich einen anderen Split. In dem Fall ist es tatsächlich besser, hier zwischen 45 und 69 zu splitten. Ja? Und zu sagen, weil da hinten sind lauter A's und vorne sind dann noch drei A's falsch, aber geht nicht anders. Ja? Also hier meine Regel ist jetzt 57, wieder in die Mitte ge gesetzt und links davon kleiner ist B und größer ist A. Mache ich nochmal ein Bootstrapping-Sample, kriege eine neue Grenze. Nochmal ein Bootstrapping-Sample, kriege eine neue Grenze. Und so weiter. Das Ganze mache ich über 10 Runden und bekomme entsprechend 10 Regeln raus, die alle anders sind, ja, weil jedes Bootstrapping-Sample ist natürlich anders, also bekomme ich jedes Mal auch ein bisschen eine andere Regel. Ja, die letzten Regeln sind relativ ähnlich, aber sie sind trotzdem ein bisschen anders. So, wie wende ich das Ding an? Ich wende jede dieser 10 Regeln an auf Beispiel meine Trainingsdaten, ja, oder auf neuen Patienten. Aber ich möchte mal wissen, wie gut es jetzt auf den Trainingsdaten ist. Also ich wende jede dieser 10 Regeln auf meine Trainingsdaten an. Habe ich hier gemacht. Ja, die Regeln sind die Zeilen, die Trainingsdaten die Spalten. Und Sie sehen, ich bekomme jedes Mal, ja nicht jedes Mal ein anderes Ergebnis, aber bekomme immer mal wieder ein anderes Ergebnis logischerweise raus. Dann mache ich am Schluss den Majority Vote und zähle einfach ab, ist mehr A oder mehr B dabei bei meinen 10 Klassifizierern. Und schauen Sie sich das Majority Vote an. AAA, BBBB, AAA. Also mit diesem billigen Verfahren, billigsten Verfahren, bin ich geneigt zu sagen, sind wir in der Lage, dieses immerhin nicht lineare Problem wunderbar tut. Und Sie können sich vorstellen, mit Decision Trees, die vielleicht nicht nur eins tief sind, die nicht Stumps sind, sondern die vielleicht zwei oder drei oder vier oder fünf tief werden, die also richtige Klassifizierer werden und statt 10, 100 oder 1000 oder 10.000 davon, kann man natürlich auch sehr komplizierte Klassifizierungsprobleme lösen. Und über die Hyperparameter, Zahl der Bäume, Tiefe, Zahl der Attribute, Bootstrapping und so weiter, können Sie einstellen, wie die Varianz ist, und Sie können einstellen, wie der Bias ist, und Sie können einstellen, wie stark Sie overfitten. Und Sie können tatsächlich die Dinge zumindest teilweise unabhängig voneinander einstellen und Sie können einen Tree finden, der kleine Varianz hat, kleinen Bias hat und nicht overfittet. Nein, nicht ein Tree, habe es falsch gesagt. Ein Forest, ja, einen Random Forest finden, der tatsächlich alle Probleme gemeinsam lösen kann. Sogar das letzte große Problem, nämlich das Greedy-Problem, können Sie damit lösen, wenn Sie nämlich, dadurch, dass Sie nämlich Attribute samplen, bootstrappen, dass Sie nicht alle Attribute nehmen, werden auch die Trees in ihrem Forest einen unterschiedlichen ersten Split haben. Ja. Also wenn ein Split besonders auf der Hand liegt, greedy und aber falsch ist, dann werden in diesem Forest Bäume drin sein, bei denen dieses Attribut, das offensichtliche, gar nicht drin ist im Datensatz. Und damit machen die auch einen anderen ersten Split. Also selbst das Greedy-Problem können Sie mit dem Forest lösen. Also gut, das waren die Ensemble-Klassifizierer und die Random Forests. Der letzte Schritt fehlt noch, nämlich das wirklich Hingehen zu Ensemble als, ja, als Zentrum des Universums sozusagen zu sehen. Das sind die Boosting-Methoden. Das kommt in der nächsten Folge. Bis dann.